Ja, wir simulieren Geschwindigkeit, wie man sieht, mit diesen. Mit also, weil die sind weiß. Also, die Hintergrundfarbe ist weiß. Können wir das bitte so haben? Also wir könnten mit einer kurzen Vorwort beginnen, genau. Aber ich würde wenigstens, wenn ich ein kurzes Vorwort anstimme, wissen, dass sich jemand darum kümmert, während ich dieses Vorwort anstimme. Also die Videoengel sagen, sie können nichts tun, es ist, wenn überhaupt, ein Problem vom Beamer. Also gestern ging es noch prima. Es tut mir sehr leid. Okay, sie kümmern sich drum. Super. Dann werde ich ein improvisiertes Vorwort vorausschieben. Was wir in dem Vortrag jetzt besprechen wollen, und guten Morgen übrigens, ist insbesondere, was sich seit dem letzten Kongress, wo wir letztes Mal nicht darüber gesprochen hatten und zusammengefasst hatten, was die Erkenntnisse über den sogenannten Staatstrojaner sind, getan hat. Bei der Recherche eigentlich, wo wir nochmal alle Informationen für den Vortrag zusammengetragen haben, sind auch noch einige überraschende Dinge, die man über das Jahr so vergisst, bei rumgekommen. Das heißt, wir haben doch eine ganze Menge an Informationen über das Jahr zusammengetragen, die vor der Veröffentlichung des Staatstrojaners nicht bekannt waren und die durch kleine Anfragen zum Beispiel an die Landtage oder vor allen Dingen an den Bundestag herauskamen, die aber auch durch die Reaktionen teilweise auf die Veröffentlichung direkt ans Licht der Öffentlichkeit kam. Darüber wollen wir heute sprechen. Zum einen, weil die nicht in Vergessenheit geraten sollen. Zum anderen aber, weil es natürlich konkrete politische Forderungen gibt, die nach wie vor auf dem Tisch liegen und wir einen Gesetzgeber haben letztlich, der nicht aktiv geworden ist. Denn die überwiegende juristische Meinung, die wird Ulf ja nachher kundtun, also wie es mit den Rechtsgrundlagen für diese Infiltration von Rechnern aussieht. Und mit diesem Zustand wollen wir uns nicht so gerne abfinden. Also jetzt hätte ich aber nach meinem etwas länglichen Vorwort aber schon gern weiße Folien. Soll ich einfach mal den alten Trick versuchen, den Stecker rausziehen und wieder reinmachen? Ich meine, ich kann es gerne nochmal versuchen. Vielleicht hilft das ja. Das sieht nicht so aus. Das sieht nicht gut aus. Es gibt noch einen anderen Trick. Wir haben bei Ulf die Folien ebenfalls hinterlegt, aber dann sind unsere fancy Effekte weg. Ich versuch's nochmal. Ihr sollt die Auflösung ändern, die ist zu gering. Das sagen die Videoengel. Auflösung ändern, machen wir gleich. Naja. Da oben sind Öl. Ach, jetzt sieht man überhaupt nichts mehr. Genau. Dann musst du mal vorne. Systemeinstellungen kannst du? Du hast 24 versucht. So. Anderes Fenster? Nee, da war schon richtig Monitore und dann, genau, der zeigt das zweimal an, dahinter. Hallo. Da. Hi. Ich wollte dir nur sagen, Herr, du hast das gestern geändert und gestern war die Autokrim. Das leistet nur gestern schon. Es geht ja nichts über Medienkompetenz. Okay, ja, später. So, jetzt aber. Jetzt können wir anfangen mit kurzer Zögerung, deswegen werden wir den Vortrag etwas schneller sprechen müssen, da jetzt Zeit weg ist. Das heißt, wir wissen, Ulf ist der Jurist hier und er wird beginnen mit einer kurzen Einführung, damit uns nochmal die Rechtsgrundlagen in Erinnerung gerufen werden, die ja sozusagen die Basis für die Problematik sind.
Ja, vielen Dank, Konstanze. Ich knüpfe einfach ganz kurz an die Online-Durchsuchungsentscheidung, die das Bundesverfassungsgericht 2008 verkündet hat. Darüber war an dieser Stelle schon öfter die Rede, deswegen der kleine Hinweis auf die Streams vom letzten Jahr. Ich mache es ganz kurz. Das Bundesverfassungsgericht hat gesehen, Trojaner in einen Computer einzupflanzen, das ist quasi das Netzwerkkabel direkt ins Gehirn des Benutzers. Und weil das Bundesverfassungsgericht das eingesehen hat, hat es zugleich sehr, sehr strenge Regeln aufgestellt, wann überhaupt nur ein Trojaner-Einsatz in einem Rechtsstaat denkbar ist. Und deswegen hat es Online-Durchsuchungen nur im absoluten Ernstfall zugelassen. Ich will das jetzt mal auf einen griffigen Begriff bringen. Das ist nicht die Formulierung des Bundesverfassungsgerichts, aber das ist gemeint. Es muss eine konkrete Gefahr für ein überragend wichtiges Rechtsgut festzustellen sein. Nur dann darf man eine Online-Durchsuchung durchführen, um eine Gefahr für ein solches überragend wichtiges Rechtsgut abzuwenden. Und was ist das? Naja, Leib, Leben, Freiheit der Person zum Beispiel oder Bestand des Staates. Also da werden dann wirklich die ganz großen Begriffe in den Mund genommen, einfach um klarzumachen, das ist jetzt nicht die kleine Münze der Gefahrenabwehr, sondern da geht es um gravierende Gefahren. Dann allerdings hat das Bundesverfassungsgericht, man kann sagen leider, auf jeden Fall aber eine kleine Hintertür eingebaut, nämlich für die Überwachung laufender Kommunikation. Das Bundesverfassungsgericht unterscheidet quasi zwischen den Daten, die auf einem informationstechnischen System, einem Rechner, einem Smartphone abgelegt sind, und den Daten, die aus diesem System quasi herausfließen im Wege der Kommunikation, ob das nun Voice over IP ist, ob das Chat ist oder auch E-Mail-Kommunikation. Alles, was man auf die Reise schickt, soll nach diesen Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts unter geringeren Voraussetzungen abgehört werden können. Das nennt das Bundesverfassungsgericht die Überwachung laufender Kommunikation, und die soll möglich sein unter denselben Voraussetzungen wie eine normale Telefonüberwachung. Und da weiß man zum Beispiel im Strafprozessrecht gibt es da eine klare Grundlage, und die Anforderungen sind nicht extrem hoch. Also es gibt einen bestimmten Katalog von Straftaten. Das sind einige sehr schwere, aber es sind auch einige, die so im Bereich der mittleren Kriminalität anzusiedeln sind. Insbesondere gibt es da keine Anforderung für bestimmte Mindeststrafen, was aus meiner Sicht jedenfalls rechtspolitisch ein Problem ist. Gut, es gibt also erleichterte Voraussetzungen für das Mitschneiden von Kommunikation. Und das Problem dabei ist allerdings, dass das nicht, dass im Einzelfall klargestellt sein muss, dass diese Grenzen der laufenden Kommunikation auch eingehalten werden. Und das Bundesverfassungsgericht hat an dieser Stelle sehr deutlich gesagt, da gibt es zwei Voraussetzungen, damit diese erleichterten Bedingungen für den Trojaner-Einsatz greifen. Es muss nämlich sowohl rechtlich, auf Deutsch durch Gesetze, oder technisch eben durch die Gestaltung der Spionagesoftware sichergestellt sein, dass sie eben in der Tat nur laufende Kommunikation erfassen kann. Das ist ein ganz wichtiger Begriff, denn der wird uns am heutigen Tag, denke ich mal, bei der weiteren Beschreibung der Trojaner, die tatsächlich zum Einsatz kamen, immer wieder beschäftigen, weil genau diese Voraussetzungen an vielerlei Stellen eben nicht eingehalten worden sind. Diese Unterscheidung laufende Kommunikation hat zugleich noch eine ganz wichtige Konsequenz dafür, welche Inhalte überhaupt nur erfasst werden dürfen durch eine solche Überwachungsmaßnahme. Der Fachbegriff dafür lautet übrigens Quellen-TKÜ, ja, also Telekommunikationsüberwachung an der Quelle, nämlich an dem jeweiligen System, wo man ansetzt. Ganz wichtig ist die Unterscheidung an dieser Stelle zwischen der Transport- und der Inhaltsverschlüsselung. Das sind Begriffe, die das Bundesverfassungsgericht nicht unmittelbar in den Mund genommen hat, die sich aber aus der Entscheidung ableiten lassen. Das Bundesverfassungsgericht sagt nämlich, mit dieser Quellen-TKÜ darf man nur die Dinge abgreifen, die man normalerweise auch abgreifen könnte, wenn man auf der Übertragungsstrecke zugreifen könnte. Nun wissen wir, klar, SSL hat bestimmte systembedingte Schwächen, die Schlüsselverteilung ist ein Problem, aber wenn man davon ausgehen kann, dass die Schlüssel in vertrauenswürdiger Weise ausgetauscht wurden, ist SSL als solches jedenfalls nur sehr schwer zu brechen. Das heißt also, diese Inhaltsverschlüsselung ist als solche relativ, diese Transportverschlüsselung unterwegs ist vergleichsweise sicher, und das Bundesverfassungsgericht sagt, die Quellen-TKÜ darf im Grunde nur diese Verschlüsselung auf der Transportstrecke überwinden. Was anderes ist es aber zum Beispiel, wenn ich, um jetzt mal das Beispiel E-Mail zu bringen, nicht nur auf dem Weg zwischen meinem Client und meinem Server eine SSL-Strecke aufbaue, ja, was weiß ich, TLS zum Beispiel, also IMAP über TLS, sondern wenn ich vorher meine E-Mail noch mit PGP verschlüsselt habe. Ja, das ist ja eine ganz andere Form der Verschlüsselung, quasi ein zweites
zweites Sicherheitsnetz. Und dieses Sicherheitsnetz setzt gerade nicht nur auf der Transportstrecke an, sondern das sind quasi Inhalte, die ich vorher schon verschlüsselt habe. Und solche Verschlüsselungen dürfen auch mit einer Quellen-TKÜ nicht gebrochen werden. Der Hintergrund dafür ist ganz einfach. Eine Inhaltsverschlüsselung ist als solche ja noch keine Kommunikation. Ich kann ja zum Beispiel hingehen und meine E-Mail mit dieser Inhaltsverschlüsselung, mit PGP zum Beispiel, verschlüsseln, sie dann noch eine ganze Weile in der Outbox liegen lassen und überlegen, ob ich die überhaupt absenden will. Und vielleicht komme ich dann erst am nächsten Tag auf den Gedanken, okay, ich stehe dazu, ich schicke sie jetzt ab. Ja, das macht sehr deutlich, Inhaltsverschlüsselung ist gerade keine Verschlüsselung auf der Strecke. Inhaltsverschlüsselung ist eine Verschlüsselung, die sich ausschließlich auf meinem Endgerät abspielt. Die hat natürlich den Sinn, Verluste auf der Transportstrecke unter anderem zu vermeiden, aber ja zum Beispiel auch Zugriffe auf mein System in ihrer Relevanz einzuschränken. Wenn also jemand, der mein System durchsucht, nur verschlüsselte E-Mails findet, aber keinen Zugriff hat auf die Passphrase zum Beispiel, dann kommt er eben nicht ran. Also ganz wichtig, Unterscheidung, Transportverschlüsselung darf gebrochen werden mit der Quellen-TKÜ, weil es dabei um laufende Kommunikation geht. Ich habe eine SSL-Strecke zum Beispiel und diese Verschlüsselung wird zwar nicht unmittelbar gebrochen, aber quasi ausgetrickst durch Zugriff am Endgerät. Wenn ich aber Inhaltsverschlüsselung einsetze, ist es eine Maßnahme, die nicht unter laufende Kommunikation fällt. Das ist eine Verschlüsselungsmaßnahme, die sich auf meinem Endgerät abspielt. Vielleicht werde ich mal kommunizieren, vielleicht auch nicht. Und das ist ganz zentral, das fällt nicht in den Anwendungsbereich dieser Quellen-TKÜ-Maßnahmen. Wenn man darauf zugreifen will, dann braucht man den vollen Zugriff aufs Endgerät und dann braucht man eben eine sogenannte Online-Durchsuchung. Ja, da greifen also die leichteren Voraussetzungen für die Quellen-TKÜ nicht. Ich habe das an dieser Stelle jetzt quasi mal eingebaut in den Vortrag, weil ich in letzter Zeit viel zu tun hatte, so mit ich sag mal, Leuten aus dem Bundestagsumfeld, die davon gesprochen haben, was es so für Forderungen gibt und für Wünsche von Seiten der Sicherheitsbehörden. Da wird immer wieder gesagt, das super PGP austricks mit der Quellen-TKÜ. Und da muss man denen einfach sagen, das geht auf gar keinen Fall. Was ihr damit austricksen könnt, ist möglicherweise Skype, weil das eine reine Transportverschlüsselung ist. Was ihr damit austricksen könnt, ist möglicherweise reiner HTTPS-Verkehr oder reiner E-Mail-Verkehr über eine SSL-Verbindung, aber nicht, wenn der jeweilige Nutzer, die Nutzerin, noch eine Inhaltsverschlüsselung auf dem System einsetzt. Das ist ganz wichtig, dass man das immer im Blick behält, denn ansonsten versprechen uns Sicherheitspolitiker Dinge von der Quellen-TKÜ und sagen, die ist unverzichtbar und geben quasi Versprechungen ab, was diese Maßnahme möglicherweise bringen könnte, die aus rechtlicher Sicht nicht einzuhalten sind. Gut, soviel an dieser Stelle zum rechtlichen Hintergrund. So. Jetzt kommen wir quasi noch einmal zum Anwendungsteil, sogenannten Rechtsgrundlagen. Ich habe die jetzt, oder Konstanz hat die Folien gebaut, aber wir haben die jetzt nicht mehr im Wortlaut aufgeführt. Wir wollen euch mit diesem Legalese jetzt auch nicht überfordern. Ich möchte nur ganz kurz stichwortartig anschneiden, ob denn überhaupt Rechtsgrundlagen vorhanden sind. Wie gesagt, das Bundesverfassungsgericht hat gefordert, Rechtsgrundlagen für Online-Durchsuchung und Rechtsgrundlagen, spezielle Rechtsgrundlagen auch für die Quellen-TKÜ. Paragraph 20k des BKA-Gesetzes war eine unmittelbare Reaktion auf die Online-Durchsuchungsentscheidung, ist quasi eine Online-Durchsuchungserlaubnis für das Bundeskriminalamt. Allerdings eben nur, und das ist ganz wichtig, zu präventiven Zwecken. Das Bundeskriminalamt darf diese Norm also nur verwenden und die Norm 20L, die direkt danach kommt, Absatz 2 für die Quellen-TKÜ, da gilt dasselbe. Das BKA darf diese Norm nur einsetzen, um Gefahren abzuwehren, nicht aber im Bereich der Strafverfolgung. Da haben wir in Deutschland eine relativ strikte Trennung der Rechtsgrundlagen. Es gibt die Gefahrenabwehr, quasi bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist, und es gibt auf der anderen Seite die Strafverfolgung, das geht nach der Strafprozessordnung, und die Behörde darf jeweils nur die passende Rechtsgrundlage einsetzen. Also selbst das Bundeskriminalamt darf, wenn es Straftaten verfolgt, nicht nach dem BKA-Gesetz irgendwelche Maßnahmen durchführen, sondern nur nach der Strafprozessordnung. Das geht ganz häufig aus dem so ein bisschen unter in der Diskussion, da muss man sehr genau hinschauen, und 20k, 20l BKA-Gesetz sind zwar Rechtsgrundlagen für Quellen-TKÜ und Online-Durchsuchung, gelten aber nur, wenn man quasi die tickende Bombe entschärfen will, ja, oder jedenfalls wissen will, wo sie denn eigentlich tickt, wenn es denn überhaupt irgendwie was bringen sollte. 23z, Zollfahndungsdienstgesetz, lasse ich jetzt an dieser Stelle mal außen vor. Wichtig an dieser Stelle für die Diskussion um den Trojaner-Einsatz ist vor allem nochmal 100a, 100b der Strafprozessordnung. Das sind die Normen, die normalerweise die klassische Telekommunikationsüberwachung regeln, also Telefonabhören, Mitschneiden des Internetverkehrs, die berühmten SINA-Boxen gehören in diesen Kontext, vielleicht hat da schon mal jemand davon gehört. Also Abhören von Telekommunikation.
Und es gibt da eine relativ lange juristische Diskussion um die Frage, ob man denn nach diesen Normen eine Quellen-TKÜ durchführen kann. Also dass diese Normen nicht geeignet sind für eine richtige Online-Durchsuchung, das ist eigentlich unstrittig. Jedenfalls wüsste ich niemanden, der was anderes sagt. Aber die eigentliche Frage ist, ob man mit einem Gesetz, das mal geschrieben wurde, um normale Telefone abzuhören, also was ich POTS und GSM, ob man damit denn auch möglicherweise einen Trojaner-Einsatz legitimieren kann. Und logischerweise enthält die Strafprozessordnung überhaupt keine Begleitregelungen zu der Art und Weise, wie man diesen Trojaner-Einsatz durchführen muss. Natürlich, weil der Gesetzgeber eine solche Maßnahme gar nicht im Blick hatte. Trotzdem sagen einige Leute, also mittlerweile ist es eigentlich noch ein Autor, allerdings der Autor eines sehr wichtigen Buches, ein Richter am Bundesgerichtshof, sagt, das ist überhaupt kein Problem, dass der Gesetzgeber nicht geregelt hat, wie der Trojaner-Einsatz aussehen soll, denn das kann ja der Ermittlungsrichter tun. Das heißt also, der Ermittlungsrichter im kleinen Amtsgericht in Hintertupfingen überlegt, also so aus Sicht der IT-Security, was müsste denn so ein Trojaner können, damit wir den so einsetzen können, dass die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts eingehalten sind. Also man muss immer ein bisschen vorsichtig sein mit Argumenten, die das Ganze ins Absurde führen, aber ich glaube, das Absurd ist das einzige Attribut, das man für diese Vorstellung noch vergeben kann. Also ich kann mir jedenfalls nicht vorstellen, dass ein Richter in einem Amtsgericht in der Lage ist, einen solchen Beschluss detailliert auf den Punkt zu bringen und damit sicherzustellen, dass eine Quellen-TKÜ wirklich nur laufende Kommunikation erfasst. Meine Meinung. Aber ich muss kurz was einwerfen. Aber Konstanze. Also wenn Ulf jetzt so sagt, es gibt da noch so einen vereinzelten Juristen, der das anders sieht, dann muss man natürlich sehen, dass die politische Bewertung vollkommen anders aussieht, dass insbesondere der größere Partner in der Regierungskoalition sich dieser vereinzelten Mindermeinung natürlich angeschlossen hat und findet, dass der 100a sehr wohl eine passende Rechtsgrundlage wäre. Das ist eigentlich ein bisschen bizarrer juristischer Streit, weil der ist gar nicht da. Weil es eigentlich niemanden gibt, der zumindest mit Argumenten was anderes argumentiert. Politisch sieht es aber komplett andersrum aus. Nur damit wir uns mal einnorden für die Realität. Ja, also an dieser Stelle möchte ich es auch mal gut sein lassen. Vielleicht nur ganz kurz zusammenfassen. Es gibt ein paar Normen, die Online-Durchsuchung Quellen-TKÜ ausdrücklich regeln. Einige Polizeigesetze der Länder enthalten die auch, aber die gelten alle nur für die Gefahrenabwehr, ja, Ticking Bomb. Und im Strafverfahren haben wir bislang nur 100a, 100b StPO und jedenfalls nach breit überwiegender rechtlicher Auffassung reichen die nicht dafür, einfach weil sie gar nicht regeln, welchen Anforderungen ein solcher Trojaner denn überhaupt entsprechen muss, damit er diese Anforderungen Gedankenstrich, nur laufende Kommunikation, Gedankenstrich, auch einhält. Gut, so viel vielleicht zu den Rechtsgrundlagen. Die entscheidende Frage ist natürlich, wurden denn diese Spielregeln überhaupt eingehalten? Wir wissen ja, im letzten Jahr hat im Oktober der CCC einen bayerischen Trojaner analysiert. Dabei kamen natürlich gravierende Mängel der IT-Security zum Vorschein, aber es kam auch zum Vorschein, dass dieser Trojaner sowohl eine Quellen-TKÜ-Maßnahme als auch eine Online-Durchsuchung durchgeführt hat. Es wurden also Telefonate abgehört, es wurden Chats mitgeschnitten, aber es wurden auch ganze Screenshots angefertigt. Also mit anderen Worten, das volle Programm und das alles auf der Grundlage von 100a StPO. Und das ist also glasklar rechtswidrig gewesen. Darüber gibt es auch keinen Streit. Der bayerische Innenminister sieht es schon noch mal ein bisschen anders. Ja gut, der bayerische Innenminister sagt, es gab ja einen Gerichtsbeschluss. Man muss da allerdings sagen, dass der Gerichtsbeschluss auch nicht zu dem passt, was sie da gemacht haben. Also das ist schon ziemlich krass. Wirklich interessant ist eigentlich, wie dann in den, also Bayern ist natürlich nicht das einzige Land, das das gemacht hat. Auch auf der Bundesebene gab es da solche Maßnahmen. Dazu kommen wir gleich noch. Wir wollten jetzt aber gerade mal überleiten zum Bericht des Bundesdatenschutzbeauftragten. Der hat sich nämlich mal angesehen, wie denn konkret der Trojaner-Einsatz im Bereich der Bundesbehörden aussah. Wir greifen jetzt exemplarisch den Bericht von Peter Schaar heraus, weil das aus unserer Sicht der beste ist, der detaillierteste Bericht, der so die zentralen Probleme des bisherigen Trojaner-Einsatzes mal auf den Punkt bringt. Konstanze. Ich würde vielleicht noch mal anfügen. Als wir die Veröffentlichung machten und im zweiten Teil, gab ja noch sozusagen noch ein kleines Add-on, also den zweiten Bericht, den wir öffentlich gemacht haben, da wussten wir viele Dinge noch nicht. Zum einen, wie oft kam dieser Trojaner oder ein ähnlicher Trojaner wirklich zum Einsatz? Welchen Wegen wurden diese Trojaner auf die Rechner gebracht? Wir wussten ja von zumindest zwei Fällen, dass es da ein physischer Zugriff war. In dem bayerischen Fall war es ja so, dass sie eine Zollkontrolle fingiert hatten. Und wir wollten natürlich Informationen darüber haben, ob das der typische Weg ist, wie sie den Trojaner raufbringen. Wir wussten noch eine Menge mehr nicht. Wir wussten nicht, ob sich nicht im Laufe der Zeit, da der Trojaner ja schon ein paar Monate alt war, die Technik verändert hätte.
Da waren wir natürlich sehr neugierig und wir hatten ja innerhalb der Veröffentlichung auch einige, wie soll ich sie nennen, Good Guesses, die wir natürlich gerne bestätigt haben wollten. Denn einige Sachen ließen sich aus der Reverse Engineering-Analyse ja nicht unbedingt glasklar ermitteln. Da wollten wir natürlich auch eine gewisse Bestätigung haben. Zum anderen wollten wir natürlich auch wissen, wie sind denn die Behauptungen, die im Oktober und im November 2011, also unmittelbar nach der Veröffentlichung, also in den politischen Raum gestellt wurden, haben die sich eigentlich bewahrheitet? Also sind die Aussagen, die da so getroffen worden, eigentlich wahr? Und natürlich auch, wie geht es eigentlich weiter mit dem qualitativ hochwertigen Lieferant, nämlich Digitas? Also wie geht die Geschichte da weiter? Das hat uns natürlich interessiert. Und da war der Bericht, den Peter Schaar abgab, einer der wichtigsten. Denn der hat im Gegensatz zu seinem Länderkollegen Petri in Bayern sehr schnell reagiert und hat im Januar diesen Bericht schon vorgelegt. Und also noch eine relativ schnelle Arbeit ist für eine unterausgestattete Behörde. Und dieser Bericht war insofern interessant, als dass er zum einen alle unsere Ergebnisse bestätigt hat, und zwar in jedem einzelnen Fall, wo wir doch ganz froh drüber waren, aber hat natürlich vor allen Dingen Einblicke gegeben in die Praxis, wie in den Bundesbehörden, also namentlich hier beim BKA, beim ZKA und bei der Bundespolizei, diese Trojaner zum Einsatz kamen. Das heißt, wie auch in den Behörden letztlich die Ermittler damit umgehen und welche Daten dadurch erfasst wurden. Denn Peter Schaar hat natürlich die Möglichkeit gehabt, zurückliegende Einsätze zu analysieren. Und das Erste, was wir damals noch nicht wussten, war natürlich, dass überhaupt auch BKA und ZKA Digicast Kunden sind und dass es sogar einen Rahmenvertrag gibt mit dem BKA. Das hätten wir aber auch alles eigentlich nicht wissen sollen, denn der Bericht des Peter Schaar sollte nicht öffentlich sein. Der ist aber ins Internet gelangt. Ja, also ich glaube, es war auch illusorisch, dass der geheim bleibt, oder? In dem Fall, ja. Es ist so fast schon ein Wunder, dass jetzt dieser andere Bericht der Bundesregierung noch nicht im Internet steht. Ne? Aber vielleicht, also ich hatte ihn schon gesehen. Hast du ihn schon gesehen? Da kommen wir später noch drauf. Ja, die Sozen hatten doch jetzt einen sehr langen, über 50 Fragenkatalog, den wir auch zur Lektüre gerne empfehlen, den wir aber nicht in Gänze vorstellen werden. Da gibt es nämlich Antworten drauf und da habe ich gehört, der ist auch schon im Internet. Ist doch, ja, das ist ja erfreulich. Weil es gibt ja so einen neuen Trend, würde ich generell vielleicht mal sagen, der betrifft auch andere Überwachungstechnologien und Anfragen, die Bundesregierung auf technische, gerade präzise technische Fragen gibt. Da gibt es so eine Art Geheimhaltungstrend, der gerade einsetzt seit anderthalb Jahren, dass also immer mehr der Antworten als VS für den Dienstgebrauch und nur in der Geheimschutzstelle des Bundestags auslesbar und so. Das ist ein Trend. Gerade fast alle Trojaner-Anfragen haben solche Komponenten, die eben nicht jeder wissen soll und die dann die Abgeordneten nur erlangen dürfen, indem sie zur Geheimschutzstelle gehen. Denn natürlich ist das alles staatsgefährdend. Also eigentlich müssten deswegen unsere Streams auch in die Geheimschutzstelle verbannt werden, denn wir werden da hinterher noch drauf kommen. Also viele Details, die wir im letzten Jahr, wie du so schön sagst, als Wild Guesses in den Raum gestellt haben, sind dann letzten Endes von der Bundesregierung. Oder Good Guesses, ja. Genau. Jedenfalls, die wir also da in den Raum gestellt haben, sind also bestätigt worden. Und das zeigt im Grunde schon, was für ein überschießendes Geheimhaltungsbedürfnis da an den Tag gelegt wird. Ne? Also wenn, ich meine, gut, wir haben uns damit natürlich da beschäftigt, aber wir sind eben nicht diejenigen, die an den Geräten arbeiten oder mit dieser Software arbeiten. Und wenn wir uns das mit ein bisschen kombinieren, überlegen können, dann fragt man sich schon, wieso da immer der Stempel draufkommt, geheim und vertraulich und tralala. Zumal es ja auch nichts bringt. Ne? Die meisten Sachen werden ja über kurz oder lang doch geleakt. Na, jedenfalls findet man den Bericht unter anderem auch auf ccc.de. Wer den nochmal lesen will, der ist ja durchaus lesenswert. Aus meiner Sicht am skandalösesten war natürlich die Tatsache, dass offenbar in diesen sogenannten, also juristisch ist der Begriff Kernbereich privater Lebensgestaltung, also die Intimsphäre von Menschen da eingegriffen wurde. Gar keine Frage. Peter Schaar war da auch sehr deutlich in seinem Bericht und hat auch die Komponenten, die ich hier mal mit zitiert habe, durchaus benannt. Also die haben da Telefonsex nicht nur aufgezeichnet, sie haben es auch verschriftlicht und waren dann nicht in der Lage, diesen Telefonsex wieder zu löschen. Und es gab auch keine Form von Kernbereichsprognose, die eigentlich nötig wäre. Das heißt, Ermittler müssen sich vorab fragen, werden hier vermutlich intime Gespräche geführt werden. Das ist nicht passiert. Also das ist eigentlich, ja,
irgendwie ja, drei Dinge auf einmal, die nicht hätten passieren dürfen. Das ist schon hart, nicht? Also im Hause Digitask spielt der Kernbereichsschutz einfach nicht so die ganz große Rolle. Das muss man so deutlich sagen. Ich hatte vor einiger Zeit mal mit einem Verfahren zu tun, nicht dienstlich natürlich, sonst könnte ich es nicht sagen, aber quasi privat ist mir das zugespielt worden. Ging es um auch die Telefonüberwachungspraxis beim Zollkriminalamt. Die haben ja so einen Rahmenvertrag mit Digitask. Wir haben so ein Rundum-Sorglos-Paket quasi gebucht und da ist es genauso. Bei der nicht Quellen-TKÜ-Software, sondern der ganz normalen Telefonüberwachungssoftware, die haben, dass man eben einfach keine Abschnitte rauslöschen kann, jedenfalls dann nicht, wenn es um Voice-over-IP geht, weil die irgendwie nicht in der Lage sind, diese mitgeschnittenen Datenpäckchen auszuschneiden, sondern man kann die immer nur en bloc behalten und da muss sich der Kriminalbeamte, der das auswertet, halt sagen, das darf ich wissen, das darf ich nicht wissen. Ja? Eine surreale Vorstellung, denn natürlich kann man die Dinge, die man einmal gelesen hat, auch nicht mehr ausblenden und vor allem ist ja die Verletzung der Intimsphäre des überwachten Bürgers überhaupt nicht mehr rückgängig zu machen. Da hat ein Kriminalbeamter das gelesen. Das ist eine Intimsphärenverletzung und zwar ganz unabhängig davon, ob diese Daten hinterher im Strafverfahren verwertet werden oder nicht. Also den Anforderungen des Bundesverfassungsgerichts genügt das an dieser Stelle definitiv nicht. Man muss allerdings sagen, auch der Bundesgesetzgeber hat an der Stelle mit einem, ich möchte mal sagen, etwas unsauberen Trick gearbeitet, denn die Norm in der Strafprozessordnung, die die Regel aufstellt, Kernbereich darf nicht überwacht werden. Wenn man also ahnt, dass der Kernbereich betroffen wäre, darf man nicht überwachen. Da ist aber ein kleines Wörtchen reingerutscht, dass diese Regel quasi ins Gegenteil verkehrt. Da steht nämlich nur. Also die Überwachung ist nur dann nicht zulässig, wenn anzunehmen ist, dass nur oder ausschließlich, vielleicht heißt es auch ausschließlich, bin ich ganz sicher, nur oder ausschließlich kernbereichsrelevante Sachen überwacht würden. Und darum kann man sich vorstellen, jedes Gespräch, und sei es noch so intim, auch ein Telefonsexgespräch enthält vielleicht nochmal zwei Sätze zum nächsten Wochenendeinkauf. Und das ist halt nicht... Ändern. Genau, wir müssen es ganz klar trennen. Wir müssen halt, nein, ich meine, das geht ja nur um die Prognose. Ja, also wenn natürlich ein Liebespaar telefoniert, dann kann man davon ausgehen, da kommen kernbereichsrelevante Sachen. Aber verboten ist das Mithören nur dann, wenn ausschließlich und nur kernbereichsrelevante Sachen erzählt werden. Und diese Prognose fällt natürlich immer negativ aus, wenn man immer sagen kann, die werden sich schon auch noch über den Einkauf oder über den nächsten Urlaub oder über die Weihnachtskarte für Tante Erna unterhalten. Mit anderen Worten, diese Regel ist darauf angelegt, dass möglichst immer überwacht werden kann, ganz egal, ob da kernbereichsrelevante Daten auch betroffen wären. Wie gesagt, das ist die Vorschrift des Bundesgesetzgebers aus Zeiten der Großen Koalition, wenn ich es richtig sehe. Interessant, dass du Ihnen diese Nur-Wörtchen als ist da reingerutscht auslegt. Ich würde der deutlich negativer auslegen. Auf jeden Fall war es so, dass die Software technisch nicht in der Lage war, zu löschen. Kam aus diesem Bericht auch sehr deutlich vor, auch eine Tatsache, die wir natürlich nicht wissen konnten. Anhand unserer Analyse, das war einfach technisch so nicht programmiert und wäre zu aufwendig gewesen, wenn man halt das gesamte Audiostück auf einen anderen Rechner zum Rausschneiden hätte exportieren müssen. Zum Weiteren eigentlich eine Sache, die mich dann doch ein bisschen überrascht hat, weil mir so, glaube ich, nicht unbedingt klar war, dass es für alle Behörden und auch alle Beteiligten gilt. Tatsächlich hat also niemand in diesen ganzen Behörden jemals diesen Quellcode gesehen. Wir hatten eigentlich angenommen, dass zumindest in den Behörden, die schon länger mit Digitals zusammenarbeiten, da einfach ein gewisses Vertrauen und Austausch, also dass zum Beispiel mal, weiß ich nicht, zwei, drei Beamten da hingehen und sich das zeigen lassen, das war alles nicht der Fall. Also niemand hat diesen Quellcode je gesehen und es gab nicht mal ein paar ordentliche Handbücher. Ja, das also war schon ein bisschen überraschend, das Ergebnis aus dem Bericht von Schaar. Für diese Löschung im Bereich der, zum Beispiel für den Telefonsex, aber auch noch in einigen anderen Bereichen, sollten technische Erweiterungen programmiert werden, sodass die Software dann auch, wenn es halt mal vorkäme, dass man mal so einen Telefonsex aufzeichnet oder vergleichbare, dann sollte man es halt rauslöschen können. Und dafür, ausweislich des Berichtes von Schaar, wurde wiederum dann Digitas beauftragt, wo dann sich so richtig so, wie kommen Sie auf diese Idee, diese unqualifizierten Leute nochmals zu beauftragen? Ich darf daran erinnern, Digitas waren auch die, deren ehemaliger Chef bereits verurteilt ist, weil er mit genau denselben Behörden, nämlich der Zollverhandlung, betrügerisch, wie nennt man das juristisch? Er hat sie bestochen, schlicht und ergreifend. Ne? Er hat die Beamten bestochen, damit sie beim Einkauf... Bestechung, ja, okay. Also ich meine, diese ganze Firma ist eigentlich... untragbar und tatsächlich stand also in dem Schaar-Bericht zu unserer Überraschung, dass also da noch weitere technische Lösungen beauftragt wurden. Von seitens Digitas war übrigens zu unseren
Ja, Vorwürfen kann man das schon nennen. Und der Analyse und dem Bericht nur folgende zu lesen, natürlich auch nicht öffentlich, aber das war die einzige Kommentierung von Digitast. Sie geben keinen Kommentar ab. Das hat uns ein befreundeter Datenschützer zugespielt, da mussten wir doch sehr schmunzeln. Ja. Apropos befreundete Datenschützer, es gab noch einen zweiten Bericht, der hat deutlich länger gedauert. Nämlich der vom Landesdatenschutzbeauftragten, wo wir auch ehrlich gesagt schon ein bisschen ungeduldig waren. Dann kann ich einsehen, warum man für diese Problematik viele Monate prüfen muss. Aber letztlich wollen wir auf den Bericht von Petri gar nicht so richtig weiter eingehen, denn der bringt gegenüber dem von Peter Schaar wenig Neues. Der ist von der rechtlichen Bewertung und von der technischen Bewertung nicht so furchtbar viel mehr. Aber wir haben zwei schöne Zitate, die wir nicht... die wir mal bringen wollten. Also Sie haben da eigentlich auch so einen Offenbarungseid. Sie wussten eigentlich nicht, was bei der Firma bestellt wurde. Können Sie auch nicht wirklich nachvollziehen, weil natürlich hat auch in Bayern niemand diesen Quellcode gesehen. Und Petri ließ sich zitieren mit, es sei alles im tiefdunklen Graubereich. Also so kurz vor schwarz. Ja, also das bezieht sich auf die Rechtsgrundlagen. Da mochte sich der bayerische Datenschutzbeauftragte nicht auf die eigentlich glasklare Konsequenz festlegen, dass es eben keine Rechtsgrundlage gab für diesen Trojaner-Einsatz. Das ist schon eine ausgesprochen diplomatische Formulierung. Da hätte man sich von einem Datenschutzbeauftragten vielleicht ein etwas klareres Statement gewünscht. Auf der anderen Seite halte ich persönlich Thomas Wiethoff für ausgesprochen integer. Also er hat viele, viele Jahre Erfahrung in dem Bereich. Was auch immer dahinter gestanden haben mag. Interessant, warum konnte eigentlich Thomas Petri, also nicht er persönlich, sondern warum konnten seine Beamten den Quelltext nicht einsehen? Man muss der Fairness halber sagen, dass Digitask schon bereit war, Einsicht zu gewähren, allerdings zu, wenn ich das richtig gehört habe, vierstelligen Tagessätzen. Also die Digitask-Mitarbeiter sollten quasi den Datenschützern über die Schulter gucken und hätten eben eine Menge Geld gekostet. Und außerdem hätte das Ganze unter NDA gestanden. Das heißt also, die Datenschutzbeauftragten hätten dann zwar untersuchen, aber nicht darüber schreiben dürfen. Das ist ja irgendwie auch nicht Sinn der Sache ist. Also letzten Endes eine kontrollfreie Zone. Aber zum Stichwort Quelltext kommen wir gleich noch, denn da muss man sagen, gibt es auch ein bisschen was zu feiern, aber das halten wir uns noch, sparen wir uns noch auf. Peter Schaar hatte wegen dieser Möglichkeit, doch an dem Firmensitz diesen Quellcode einzusehen, nochmal nachgelegt und brachte dann so anderthalb Monate später, glaube ich, einen weiteren Bericht, und wo er auch nochmal klarstellte, dass er natürlich als in seiner Position als Bundesdatenschutzbeauftragter diese NDA, also Non-Disclosure Agreement, auch nicht hätte unterschreiben können. Das heißt, er hätte sich dann selber in rechtliche Bedrängnis gebracht und selbstverständlich hätte er auch die Tagessätze dann nicht bezahlen können. Weswegen gleich auch ein paar politische Forderungen gibt, die sich genau darauf beziehen, was denn die Firma da eigentlich fordern kann. Naja. Zu den Zahlen. Also im Laufe des Jahres kleckerten so die Antworten auf die Fragen rein. Also wir waren ja selber ein bisschen gespannt, wie oft eigentlich die Behörden nun diesen Trojaner eingesetzt haben. Und die erste Antwort war die von Fritsche, der Innenstaatssekretär, der auf eine schriftliche Anfrage des Abgeordneten Herbert Behrens von den Linken diese Antwort gab. Diese Liste ist abschließend für BKA. Das heißt, wir reden eigentlich von 7 betroffenen Personen und wie man hier sieht, doch recht langen Einsatzzeiträumen. Das heißt ja auch, dass in diesem Einsatzzeitraum derjenige, der das auf seinem Rechner hatte, nicht bemerkt hat oder jedenfalls auch störungsfrei lief. Davon kann man jedenfalls ausgehen. Der Abgeordnete hatte einfach gefragt, also wo wurde denn dieser Trojaner eingesetzt und hatte zu irgendwelchen Verurteilungen geführt. Muss man sagen, was 263 ist. Man weiß, was ihm vorgeworfen wurde. Das 263 ist Betrug und Absatz 3 sind Regelbeispiele für besonders schwere Falle. Wahrscheinlich ging es um gewerbsmäßigen Betrug in dem Fall. Oder und das andere ist Betäubungsmittelgesetz, also Drogenkriminalität. Allerdings, nun ist uns bei den verschiedenen Antworten, die auf die auch von den Abgeordneten immer wieder vorgebrachte Frage, wie oft habt ihr denn diesen Trojaner nun bei wem installiert und wie, aufgefallen, dass die Angaben von Zierke doch ein bisschen anders waren. Die findet man natürlich auch mittlerweile, weil er die Aussagen im Bundestag gemacht hat, in der Drucksache. Er sprach von 23 Quellen-TKÜ-Maßnahmen beim BKA und davon seien 11 im Rahmen der Strafverfolgung passiert. Und dann gab es noch zusätzlich, also plus 4 Quellen-TKÜs, die Amtshilfe waren für Hessen und Rheinland-Pfalz. Und er rechnet zusammen, also Land und Bund,
Das wird ungefähr 100 Einsätze gewesen sein. Und die Diskrepanz, die sich jetzt ergibt zu den Zahlen von Fritzsche, sind wahrscheinlich darauf begründet, dass Fritzsche nur die Zahlen für die repressive Strafverfolgung gesehen hat. Das heißt also, dass kein Trojaner mitgezählt wurde, der im präventiven Bereich eingesetzt wurde. Deshalb, also, oder aber Sie haben dreist gelogen, wir wissen es nicht. Ja. Auf jeden Fall kann man davon ausgehen, zumindest wenn man alle Anfragen zusammensieht, denn auch die Landtage haben ja Antworten gegeben, dass wohl die 100 eine realistische Zahl sind. Das meint aber nicht erfolgreiche. Denn wenn man so die verschiedenen Antworten zusammenrechnen, sieht man sehr wohl, dass ungefähr die Hälfte der Versuche, die Rechner zu infiltrieren, scheiterte und dass es in der Regel nicht der physische Zugriff war, was wir vermutet hatten. Einfach aus den Fällen, die wir kannten, wo die Mandanten das Vorgehen geschildert hatte, sondern dass tatsächlich der Weg über die E-Mail der häufigste war. Allerdings natürlich auch nicht so plump, wie man sich's vorstellt, sondern man kann natürlich, wenn man vorab ein bisschen ermittelt, eine E-Mail schicken, wo die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass derjenige da draufklickt. Also entweder, weil man sein Sozialverhalten erforscht oder aber, weil man eine E-Mail schickt, auf die jemand wartet. Offenbar war das der häufigere Weg. Aber gescheitert sind sie halt so ungefähr in der Hälfte der Fälle. Also so effizient hat es wohl nicht funktioniert. Es gibt Wobei noch man sich darauf ja nicht verlassen sollte. Ne? Also an der Stelle nur ganz kurz der Hinweis, also in diesem Rahmen, glaube ich, können sich das viele Leute auch ausmalen, aber es gibt natürlich reihenweise Infiltrationsmöglichkeiten, die nicht ganz so plump sind, sage ich mal, wie eine E-Mail. Ne? Also klar, wenn man Zugriff auf den Rechner hat, zum Beispiel bei einer Zollkontrolle, ist das ganz einfach, aber es gibt natürlich auch die Möglichkeiten, wenn man Zugriff hat auf den Datenstrom beim Provider, dass man zum Beispiel in scheinbar legitime Downloads bestimmte Dinge einschleust. Ne? Also das ist zum Beispiel eine relativ naheliegende Möglichkeit, wenn man den Datenstrom manipulieren kann, dass man dann zum Beispiel zu einem Microsoft-Update eben noch ein kleines weiteres Sicherheitsupdate dazu packt. Ja, das setzt natürlich eine gewisse Kooperation voraus vom Provider, gegebenenfalls auch von Microsoft, aber ich wollte das nur mal skizzieren. Da muss man sagen, sind die Behörden sicherlich noch nicht am Rande dessen angekommen, was technisch möglich ist, und das gilt eigentlich generell, glaube ich, wenn man sich über Sicherheitsgesetze unterhält. Man sollte nie davon ausgehen, dass bestimmte technische Grenzen bestehen, die dazu führen, dass Sicherheitsgesetze keine besonders gravierenden Auswirkungen haben. Denn die technischen Voraussetzungen ändern sich ganz, ganz schnell, und dann mit einmal hat man eine Norm im Gesetz, die so nie gedacht war und die mittlerweile viel breiter ausgenutzt werden kann, als es ursprünglich mal vielleicht auch den Bundestagsabgeordneten vor Augen stand. Also man muss immer, wenn man über Sicherheitsgesetze diskutiert, quasi das Anführungsstrichen Worst-Case-Szenario sich ansehen, also den weitestmöglichen Anwendungsbereich, und muss sehr kreativ sein, wenn es darum geht, sich auszumalen, was denn technisch vielleicht in Zukunft mal geht, wenn es auch heute noch nicht geht. Ne? Also Quellen-TKÜ ist bislang zum Beispiel noch eine sehr komplexe Maßnahme, auch auf Seiten der Polizei, aber wenn sich das weiter automatisieren lässt, ne, wenn das vielleicht mal eine Standardkomponente der TKÜ-Software ist, die in jedem LKA steht, dann mit einmal reden wir nicht mehr von Hunderten von Fällen, sondern dann sind wir ganz schnell bei einigen Tausend. Wir haben übrigens bis momentan jedes Jahr in Deutschland weit über 20.000 Telekommunikationsüberwachungen, ne? Dass man nur mal so ein bisschen die Zahl hat, und die wenigsten... Meinst du Anschlüsse? Anschlüsse, genau. Also nicht Personen, nicht Beschuldigte, sondern Anschlüsse, genau. So. Die Zahl stimmt, glaube ich, nicht so ganz. Nach den letzten Erhebungen des Justizministeriums, die ja jetzt die Zahlen rausgeben, früher war der Direkt-DP, also die Bundesnetzagentur, waren wir bei 41.000. Ups. Ja. Das gut, heißt, dass wir natürlich, wenn man das hochrechnet auf die Telefonate, dankenswerterweise hat die Bundesnetzagentur ja auch mal gleichzeitig sozusagen eine Abschätzung der Telefonate dabei, kommen wir in Deutschland auf eine dreistellige Millionenanzahl von Telefonaten. Also wir sind da vorne bei. Interessanterweise wird über die normale Telefonüberwachung schon gar nicht mehr geredet, oder auch die Frage, inwieweit da dauernd in die Kernbereiche eingegriffen wird. Da scheint mir so ein bisschen der Zug abgefahren. Man ist so gewöhnt, dass da jeder drin rumschnorcheln kann. Nun ja. Okay, was man hier sieht an den Zahlen für ZKA, also dem Zollfahndungsdienst, der Schäuble unterstellt ist, also Finanzministerium, ist natürlich, dass die auch alle aufgrund des 100a, also rechtswidrige Maßnahmen letztlich durchgeführt haben, wenn eigentlich ist die Rechtsgrundlage ja nicht hinreichend. Wir sehen, dass also im Bereich der Bundesbehörden relativ wenig waren, also 5 Einsätze von oder 6, wenn man jetzt den mitzählt, der sozusagen zweimal trojanisiert wurde. Wenn man hier darüber wissen will, worum es hier ging, dann ist das einmal wieder unten Betäubungsgesetz und das andere ist Abgabenordnung, also irgendwelche Zollvergehen,
und ja, so was. Entweder Steuerhinterziehung oder Zollvergehen, genau. Wenn es ja ums Zollfahndungsamt geht, sehr wahrscheinlich irgendwelche Zollprobleme. Genau. Also im Zweifel klingt es jetzt aus meiner persönlichen Wahrnehmung nicht nach Schwerstkriminalität. Ne? Das muss man dazu sagen. Also ich will die Straftaten nicht kleinreden, zumal man hier ja nur so ein paar Eckdaten hat. Aber es geht vielleicht um viel Geld, aber ob das wirklich solche schweren Straftaten sind, dass man dafür einen Trojaner-Einsatz rechtfertigen kann, ist rechtspolitisch eine Frage, die man zumindest mal stellen sollte, denke ich. Gut. Müsste. Zum einen kamen auch noch raus, nicht nur die Zahlen und also die Berichte von Schaar, sondern aus irgendeinem Grund kam zeitnah zu der Veröffentlichung des CCC auch noch raus, dass sie also einen Trojaner Stammtisch haben. Das war vorher nicht bekannt. Der hieß erst Digitast User Group und der Political Correctness wegen haben sie sich später umbenannt in Remote Forensic Software User Group, was an sich ja schon eigentlich, das hat es auf vielen Ebenen merkwürdig komisch. Weil Remote Forensic Software ist sozusagen der Beamtendeutschbegriff für den Trojaner. Da kann man viel zu sagen. Jedenfalls existiert die weiter und ist als Erfahrungsaustausch gedacht. War halt vorher nicht so bekannt, dass diese Art von Erfahrungsaustausch irgendwie institutionalisiert wurde vorher. Und da ging es vor allen Dingen auch um technische, aber auch taktische Aspekte und Zusammenarbeit bei der Untersuchung und auch bei der Quellentheke. Irritiert hat am Anfang, dass es bei dieser User Group in der Regel um die Online-Durchsuchung ging. Und es gibt keinen Beleg dafür, oder es gab keinen Beleg dafür, dass Digitast auch Trojaner zur Online-Durchsuchung herstellt. Man hat ohnehin vielfach gerade so im politischen Gespräch versucht zu vermeiden, von dieser Quellen-TKÜ-Diskussion auf die Online-Diskussion auf der technischen Ebene zu kommen. Mhm. Es kam zwar durch die Fragen an den Bundestag einige draus, nämlich dass sie auch mit zum Beispiel ERA IT Solutions gesprochen haben und sich die Trojaner-Software da haben vorführen lassen. Und zeitgleich gab es ja auch einige internationale Veröffentlichungen, vor allen Dingen über die Gamma Group und deren Trojaner. Aber für den Bereich Online-Durchsuchung ist da immer noch sehr viel im Wagen. Also dennoch, dieser Stammtisch dient dem Austausch für Quellen-TKÜ und Online-Durchsuchung. Und man sieht hier die Länder, also die Ole Schröder in einer Antwort auf den Abgeordneten André Hunko, der übrigens auch zu den Linken gehört, veröffentlichte. Die Abgeordneten haben ja neben den großen und kleinen Anfragen die Möglichkeit, auch so eine Kurzfragen zu stellen, ich glaube zwei pro Woche. Und die sind oft sehr sinnvoll, wenn man nach einer Veröffentlichung irgendwie schnell an Informationen kommen möchte, denn die Betroffenen müssen die beantworten. Naja, natürlich antworten sie manchmal nicht und manchmal sind auch geheim, aber immerhin ist es eine Möglichkeit. So, genau. Dann, jetzt kommen ein paar gute Nachrichten. Ja, aber letztlich geht es ja auf ein Ziel zu. Und unser Ziel war immer, diese Infiltration von Rechnern loszuwerden. Und auch überhaupt zu sehen, wie sie darauf reagieren und wie sie unsere technische Bewertung und die rechtliche Situation einschätzen und wie wir für die Zukunft erwarten können, wie sie mit der Infiltration von Rechnern umgehen. Letztlich gucken ja auch einige andere Länder da auf uns, denn Deutschland ist zumindest, was die Debatte um diese Spyware angeht, doch relativ weit vorn. Und zumindest, also was auch so die größere Diskussion angeht, dass also auch Gruppen der Gesellschaft, die sich technisch nicht so interessieren, die Problematik irgendwie kennen und dazu vielleicht eine Meinung haben, egal ob ich die jetzt schön finde oder nicht, so, aber sich damit beschäftigt haben, ist in Deutschland schon ziemlich singulär. Und deswegen war natürlich interessant, wie sich die oder einige der entscheidenden Vertreter dazu stellen und wie sie die Zukunft dieser Software sehen. Und da war natürlich die Stellungnahme des Generalbundesanwalts, der heißt Harald Range, der erst im November durch die SPD-Anfrage, durch diese 50 Fragen, also wirklich an die Öffentlichkeit kam, sehr interessant. Denn er geht ja nun nicht unbedingt als freiheitsliebender Schwerliberaler, sondern ist natürlich als Generalbundesanwalt zunächst mal auf die Praxis der Ermittler oder zumindest hat ein Interesse daran, als Generalbundesanwalt die unverzichtbaren Mittel einzusetzen, kam aber tatsächlich zu der Bewertung, dass der 100a keine Rechtsgrundlage ist, was natürlich für die politische Debatte nicht ganz unwichtig war, weil nach wie vor gerade die Konservativen und auch teilweise im Streit mit der FDP in der Regierungskoalition eben anders sehen. Mhm. Ich sitze ja gleichzeitig in der Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages, wo wir ja auch über diesen Trojaner streiten, in gleich mehreren Arbeitsgruppen, also in der Arbeitsgruppe Datenschutz, aber auch in der Arbeitsgruppe Zugang, Struktur, Sicherheit und zuletzt
kam dieser Konflikt da ganz deutlich raus. Also die Sozialdemokraten würden sich zwar nicht jetzt grundsätzlich verabschieden wollen von diesem Trojaner, sondern könnten sich auch vorstellen, eine ordentliche Rechtsgrundlage zu bauen, aber die muss auch gebaut werden, während die Konservativen sagen, eigentlich reicht es ja aus. Und dadurch, dass der Generalbundesanwalt jetzt sagt, nee, also das reicht eigentlich nicht aus, war natürlich irgendwie so war eine unangenehme Argumentationssituation für die Konservativen. Und das muss man vielleicht noch ganz kurz ein bisschen aufhellen, denn der Generalbundesanwalt hat es natürlich jetzt nicht irgendwie am Frühstückstisch entschieden beim Durchblättern der StPO, sondern der hat in seinem Haus einen Rechtsgutachter in Auftrag gegeben und in diesem Haus arbeiten Leute, die da quasi auf Dauer sind, aber auch Leute, die abgeordnet sind aus irgendwelchen anderen Staatsanwaltschaften, aber das sind alles Strafverfolger. Ne? In diesem Haus sitzt also niemand, der irgendwie als Bürgerrechtler verschrien wäre, sondern das sind alles Leute, deren Aufgabe es ist, Strafverfolgung zu betreiben und zwar so effizient wie möglich. Und außerdem muss man wissen, ist der Generalbundesanwalt eben zum Beispiel für alle Terrorverfahren zuständig. Das heißt also, die Verfahren, die immer so quasi in der politischen Argumentation die größte Rolle spielen, ne, wir müssen uns gegen die Terrorgefahr wappnen, genau diese Verfahren beschäftigen den Generalbundesanwalt und gleichwohl kommt er zu dem Ergebnis, dass es eben nach der derzeitigen rechtlichen Situation nicht zulässig ist. Und ich denke mal, das muss man einfach dazu sagen und ich finde das persönlich auch wirklich einen absolut respektablen Vorgang. Da hat jemand also wirklich auch persönliche Integrität bewiesen, denn da wird er sicherlich intern auch einigen Druck bekommen haben. Das darf man, glaube ich, annehmen. Und wie gesagt, ich finde das persönlich wirklich großartig, dass ein Strafverfolger so deutlich für den Rechtsstaat Position bezieht. Finde ich wirklich großartig. Aber gut, noch ein Punkt zu den weiteren Rechtsgrundlagen, die Constanze angesprochen hat. Für viele Politiker ist das Feld gefährlich. Und zwar einfach deswegen, selbst wenn sie in der Meinung sind, man braucht eigentlich eine andere Rechtsgrundlage, da muss man sich immer so ein bisschen die Schlagzeilen in der Presse vorstellen. SPD fordert Trojanergesetz. Hässlich. Ja? Das heißt also, eigentlich ist es so, dass momentan so quasi das Worst-Case-Szenario herrscht, weil es natürlich immer noch Leute gibt, die ohne Rechtsgrundlage bzw. auf einer untauglichen Rechtsgrundlage und insbesondere ohne klare Spielregeln Trojaner einsetzen wollen. Ob das passiert, ist nicht so ganz klar. Ich habe eben gehört, in Bayern gibt es wieder Gerüchte, dass es stattfindet. Wer weiß es. Auf jeden Fall derzeit ist im Grunde das Worst-Case-Szenario. Ne? Es gibt keine klare Rechtsgrundlage und wenn gelauscht wird, dann quasi ohne klare Spielregeln. Und das heißt, jede Fraktion im Deutschen Bundestag, die ein Gesetz einbringt, die sagt, okay, Trojaner ja, aber nur mit den Spielregeln 1 bis 7, ist aus meiner Sicht eine Fraktion, die sich für den Grundrechtsschutz einsetzt, auch wenn es auf den ersten Blick nicht so aussieht. Man muss ja immer quasi die Alternative, den Status quo in den Blick nehmen, aber es ist politisch einfach sehr gefährlich, weil niemand als derjenige darstellen will, der stehen will, der ein Trojanergesetz fordert. Deswegen muss man das immer ganz deutlich dabei sagen. Wer ein Trojanergesetz fordert, ist nicht der Bürgerschreck, sondern wer ein Gesetz fordert, jedenfalls ein Gesetz, das strikte Vorgaben macht, der ist eigentlich jemand, der sich für die Bürgerrechte einsetzt, auch wenn es auf den allerersten Blick nicht so aussieht. Jedenfalls meine Position. Natürlich müssen wir dann auch erstmal eins finden. Ja, aber wie gesagt, ich weiß also aus dem politischen Feld, dass das ein Problem ist. Ne? Denn klar, also gerade so Massenkommunikation funktioniert mit Schlagworten und wer möchte so dastehen. Aber wie gesagt, deswegen finde ich das ganz wichtig, immer dazu zu sagen, am besten sollte man es natürlich gar nicht einsetzen. Das scheint mir aber politisch momentan nicht durchsetzbar. Und dann besser ein enges, striktes, klares Gesetz als gar keins und wieso denn nicht durchsetzbar? Wir können die doch einfach wählen, die das nicht wollen. Jetzt seid doch nicht immer so juristisch. Ja, muss man so sehen. Hat sie recht. Ja. Hat sie recht, wobei ich natürlich im politischen Feld bislang nur die ist natürlich richtig. Also klar, also ist doch tatsächlich, was die Sozen befürchten, dass sie dann irgendwie als Trojaner-Befürworter dastehen, obwohl sie eigentlich ordentliche rechtliche Schranken bauen wollen. Aber mein Mitleid hält sich da auch ein bisschen in Grenzen. Eine zweite Sache, die sehr wenig berichtet wurde, aber aus meiner Sicht nicht ganz unwichtig war, ist ein Gutachten von Professor Dr. Ulrich Sieber. Das hat er zum sogenannten Deutschen Juristentag, den 69. Das gibt es also seit 1880 rum. Zum Thema, interessanterweise zum Oberthema Internetkriminalität geschrieben, wobei natürlich also die Quellen-TKÜ jetzt hier nicht unter Internetkriminalität fällt, aber also das Gutachten betrifft sehr viele technische rechtliche Bereiche. Was? Gemeint war es nicht so ganz so. Ich fand es auch ein bisschen, ja, naja. Er ist jedenfalls hier auch sehr klar und er kommt mit guten Gründen auch zu dem Ergebnis, dass man also den 100a auf keinen Fall nehmen kann. Er setzt sich damit aber auch ein bisschen auseinander, was man eigentlich machen könnte. Also er hat so ein paar Ideen, was man tun müsste. Leider ist der Deutsche Juristentag, was also eine sehr formale, traditionsreiche Veranstaltung ist,
ihm nicht gefolgt. Das heißt, der Gutachter, den Sie da bestellt hatten, der eben, also das ist ein Buch im Prinzip, das Gutachten, hat dort keine Mehrheit gefunden. Das fand in München statt und das war also die strafrechtliche Abteilung und durfte da auch sprechen. Und natürlich auch der Gutachter. Aber die Anwesenden in der Mehrzahl Staatsanwälte, die haben sich dann in der Abstimmung, da gibt es so eine formale Abstimmung, dagegen ausgesprochen. Und das Interessante war, dass die Debatte in diesem Juristentag sehr hochwertig war, auch technisch richtig auf hohem Niveau durchaus. Aber dass doch letztlich die Argumente der Befürworter immer wieder sozusagen die alte Vertrauensnummer waren. Wir werden das schon ordentlich einsetzen, vertraut uns. So diese Tatsache. Doch trotzdem war mir wichtig, auf dieses Gutachten mal hinzuweisen, weil es eigentlich sehr plausibel zusammenfasst und auch noch Vorschläge hat, was der Gesetzgeber zu tun hat. Auch wenn sozusagen dieser Juristentag den Vorschlägen nicht gefolgt ist. Also er fordert natürlich auch eine spezielle Norm, wie es sich gehört. Er sagt aber, dass man dafür ähnliche technische Schutzmaßnahmen wie bei der Online-Durchsuchung hätte. Und das hat natürlich ein gewisses Sprengpotenzial, denn die Online-Durchsuchung ist ein nur in sehr, sehr wenigen Einzelfällen einsetzbares technisches Tool. Wenn das so wäre, dass man ähnliche technische Schutzmaßnahmen einbaut, dann hätten wir auch für die Quellen-TKÜ eigentlich den absoluten Ausnahmefall, was mir natürlich sehr entgegenkäme. Aber er guckt auch auf die Beweisqualität der Daten, dadurch, dass man ja durch die Infiltration sowieso das System immer manipuliert. Sagt er, dass es natürlich erweiterte Protokollierungspflichten geben muss. Einmal bei der Durchführung selbst, aber auch, wenn man das später zum Beispiel als Richter oder als Strafverteidiger prüfen will. Und auch das ist natürlich heute nicht in dem Maße, ausweislich der Berichte von Peter Schaar, nicht vorhanden. Und er macht eine Problematik auf, die ich für sehr wichtig halte, die für viele andere Normen, die technische Überwachung betreffen, ebenfalls mal angebracht werde, nämlich einen restriktiven Deliktskatalog. Bedeutet, dass man einfach mal ordentlich aufzählt, was man wirklich meint, wo man das tun kann. Und möglichst auch noch so verständlich, dass der Wahlbürger weiß, für welche Straftaten er eventuell trojanisiert werden könnte. Ja, und da ist zum Beispiel ganz wichtig, dass diese Deliktskataloge als solche natürlich keine vernünftige Abwägung ermöglichen. Der Grund dafür ist ganz einfach, das deutsche Strafgesetzbuch enthält extrem weite Strafrahmen. Ja, mein Lieblingsbeispiel ist immer der einfache Diebstahl, Ladendiebstahl zum Beispiel, Strafrahmen von Geldstrafe bis zu 5 Jahren Freiheitsstrafe. Ne? Also ein extrem weiter Strafrahmen, über den der Richter im Einzelfall entscheidet. Und weil die Strafrahmen fast überall im Strafgesetzbuch so weit sind, ja, Ausnahme eigentlich vor allem Mord, ne, wo lebenslange Freiheitsstrafe verhängt werden muss im Regelfall, aber sonst gibt es immer sehr weite Strafrahmen und deswegen nutzt es eigentlich relativ wenig, wenn man nur eine Reihe von Straftaten aufzählt, die eigentlich die sehr, sehr schwer klingen mögen, denn auch darunter können Einzelfälle fallen, die eigentlich überhaupt nicht sehr schwer sind. Also einfache Fälle des Betruges zum Beispiel, auch wenn vielleicht es eben auch Fälle geben kann, wo ein Betrug besonders schwerwiegend ist. Und deswegen wäre meine rechtspolitische Forderung an der Stelle, wir müssen diese Deliktskataloge, die wir brauchen, ergänzen um konkrete Straferwartungen. Das heißt also, der Richter, der sowas anordnet, muss im konkreten Einzelfall prüfen, wenn das denn so stimmt, was dem Beschuldigten vorgeworfen wird, welche Strafe wäre denn dafür etwa zu verhängen? Und nur wenn die Straferwartung im konkreten Einzelfall eine bestimmte Schwere erreicht, meinethalb 1 Jahr Freiheitsstrafe zum Beispiel, nur dann sollten solche schwerwiegenden Maßnahmen angeordnet werden können und nicht schon, wenn irgendein Delikt verwirklicht sein soll, ja, so der Vorwurf, das zwar schwer klingt, aber vielleicht im Einzelfall gar nicht so gravierend ist. Das würde nämlich dem Richter das konkrete Prüfen ermöglichen, ob die konkrete Tat wirklich schwer ist und nicht nur quasi das Etikett, das auf der Akte klebt. Das wäre aus meiner Sicht eine Möglichkeit. Die Richter sind das übrigens gewöhnt, ja, wenn es um Untersuchungshaft geht, da muss man ja auch schauen, welche Strafe droht da und nur wenn die Straferwartung sehr hoch ist, besteht Fluchtgefahr und nur dann darf Untersuchungshaft verhängt werden. Also man kann auch nicht sagen, das kann der Richter gar nicht wissen, das muss er nämlich sowieso ständig prüfen. Jeder Ermittlungsrichter muss ständig über den Daumen peilen, was mag denn da wohl bei rauskommen, wenn sich diese Vorwürfe bestätigen. Das wäre meine zentrale rechtspolitische Forderung, wenn man an solche Deliktskataloge rangeht, wenn man Eingriffsmaßnahmen neu gestaltet, konkrete Straferwartungen ins Gesetz schreiben und nicht nur Straftatenkataloge, die letztlich eben gerade gar nichts ermöglichen zu prüfen. Uns rennt jetzt ein bisschen die Zeit weg, aber wir sind eigentlich auch im Wesentlichen am Ende. Wir wollen einen kurzen Vorschlag, der jetzt in Berlin auf den Tisch kam und in einer Bundesrats... Ach so, das können wir nicht weglassen. Ganz oder? Kurz dazu, ja. Ja, müssen wir machen. Bundesschnüffelzentrum. Wir haben eigentlich nicht mehr so richtig viel Zeit, aber wir wollen zumindest das Kompetenzzentrum informationstechnische Überwachung, was natürlich nicht KZ heißt, sondern CC, ITÜ.
kurz ansprechen, denn unmittelbar nach der Veröffentlichung und auch noch in den Januar und Februar rein war ja mal viel davon die Rede, dass wir jetzt selber entwickeln wollen und also uns von dem Hersteller lösen wollen. Das sagten also sowohl in den Länderparlamenten wie auch beim BKA und im Innenausschuss immer wieder die Vertreter, dass man also die selber entwickeln will, aber dass man auch überhaupt Kompetenzen in dem LKAs und im BKA aufbauen will. Und gleichzeitig, das geht aus einer Antwort ebenfalls wieder die Linke, die dort einen langen Fragenkatalog gestellt hatte, hervor, dass man sich ein zertifiziertes, also BSI-zertifiziertes Prüflabor suchen wollte, die dann die neu entwickelte Software testen sollten. Gleichzeitig liefen die Ausschreibungen für die Stellen, wenn jemand nach BAT 2a beim BKA den Trojaner programmieren will, und wir haben eine gute Nachricht. Bis heute. Ja, jetzt aber schnell den CV basteln. Also es ist, wir haben uns natürlich alle dann immer so ein bisschen darüber lustig gemacht, wie die verschiedenen Stellenbeschreibungen da so rauskamen, was natürlich in gewisser Weise auch ein Offenbarungseid war, dass im so Spätsommer dann klar wurde, BKA kann das nicht selber programmieren, jedenfalls nicht in diesem Jahr und im nächsten Jahr. Wir werden also sozusagen noch eine Weile warten müssen, bis wir tatsächlich einen Staatstrojaner in dem Wortsinne bekommen, also einen, der auch staatlich entwickelt wurde. Ob der besserer Qualität ist als der von Digitast, muss dann die Analyse zeigen. Wir wollen nur darauf hinweisen, dass der Plan ist und dass der, dass diese CCITU im Aufbau begriffen ist, was immer das bedeutet. Für die Interimszeit hat der Bund jedenfalls nicht das Versprechen abgegeben, dass er völlig verzichten will auf solche Maßnahmen, sondern er will für die Interimszeit möglicherweise sogar weiter Digitalsoftware einsetzen, mit der Begründung, es gäbe halt nichts anderes. Aber, und das ist, denke ich mal, ein großer Erfolg des CCC, nur dann, wenn der Hersteller tatsächlich bereit ist, sich in die Karten, sprich in den Quelltext gucken zu lassen. Und das, denke ich mal, ist natürlich nicht großartig, wenn überhaupt solche Trojaner-Software eingesetzt wird, aber es ist auf jeden Fall ein großer Schritt nach vorne, dass jeder Hersteller jetzt verpflichtet wird, sich in die Karten schauen zu lassen. Das Stichwort Quelltext ist in der Diskussion überhaupt nicht so richtig aufgetaucht, bis der CCC eben im vergangenen Jahr die Analyse von OZAPFTIS veröffentlicht hat. Und das, denke ich mal, ist ein großer Erfolg für den Verein, dass wir es wirklich geschafft haben, dieses Stichwort Quelltextprüfung durch eine unabhängige Stelle in den Köpfen aller bis hin zur Bundesregierung und zum Innenministerium zu verankern. Das, denke ich mal, ist nicht toll, wenn Trojaner eingesetzt werden, aber wenn schon, dann lieber sauber. Das wird natürlich keiner tun. Also wer irgendwie bei Sinnen ist und so eine Spyware herstellt, wird natürlich nicht seinen Quellcode an die Behörden geben. Also wir sind gespannt, wie das ausgeht. Wir wollen aber noch auf eine Bundesratsinitiative, die von den Sozen hier in Berlin, also nicht hier, dort in Berlin ausging, die Stimmt, sich ja. mit der Union, wir haben ja so einen schwarz-roten Senat in Berlin, geeinigt haben, dass sie im Bundesrat tatsächlich diese Initiative anstoßen wollen. Und da taucht nämlich wiederum der Quellcode auf, und sie haben also die Forderung, dass man unter Hinzuziehung sachkundiger Angehöriger des öffentlichen Dienstes, wie zum Beispiel Richter am Landgericht Berlin, Warulf? Ja, ich sage nicht nein, ist ja klar. Ne? Und auch ohne Beschränkung, also ohne Tagessätze, fand ich auch sehr interessant, aber am Firmensitz, warum eigentlich? Ja, wahrscheinlich, weil die sagen, wir geben den Quelltext nicht raus. Also wahrscheinlich raus, sagen die, im Sinne von physisch raus? Physisch genau, Gebäude? Genau, physisch raus. Sie werden, also ich weiß es nicht, war jetzt nicht dabei, aber ich stelle mir das so vor, dass man dann quasi eine Art Inspektionsarbeitsplatz bekommt im idyllischen Haiger. Ja, da sitzt ja diese Firma, und dann da irgendwie mal so durchs Repository browsen. Sagst du uns Bescheid, da, wenn du mal da warst, ja? Ja, schauen wir mal. Vielleicht, allerdings, weiß ich nicht. Interessant ist noch, dass Sven Kohlmeier von der SPD da diesen kleinen Nachsatz, dass man auch für Nachlademodule dieses Verfahren natürlich erwartet, also auch für jedes Update oder sonstige technische Veränderung. Und für den Verfassungsschutz sollte die Regel dann sein, dass man den Ausschuss, der jeweils zuständig ist in Berlin im Abgeordnetenhaus, jede Maßnahme der Quellen-TKÜ zur Entscheidung vorlegt. Und doch Blaupausen, die so schlecht nicht sind. Ja. Wir würden darauf näher eingehen, wir können aber nicht, Ulf, wir haben keine Zeit. Wir können nicht, ist ein bisschen schade, denn ja, gerade zum Verfassungsschutz könnte man eine Menge sagen. Aber ja, dann da könnte man ein andermal. Sagen. Welche Alternativen sieht denn die Bundesregierung zu der Trojanisierung? Also irgendwann mussten die sich ja auch mal fragen,
können wir nicht was anderes machen? Diese Bundesbürger, die sind irgendwie alle dagegen und die öffentliche Wahrnehmung, unser Trojaner ist ja nicht so toll und bewiesen ist auch, dass irgendwie technisch, wir haben da ziemlich Murks eingesetzt und wir können ja nicht mehr richtig Verschlüsselung und so. Deswegen haben die sich Alternativen überlegt und die bestehen in ja, technisch nicht überraschenden drei Möglichkeiten, nämlich einmal die Ausleitung beim Dienstanbieter und danach die Entschlüsselung. Alle diese Möglichkeiten sind ja in der noch nicht abgeschlossenen Prüfung der Bundesregierung. Natürlich hat die bisher laufende Prüfung der Bundesregierung ergeben, dass technisch keine gute Möglichkeit sei, außer irgendwelche Sprachlos benutzen nicht so gute Passwörter, sonst könnte man da nicht so gut entschlüsseln. Zweitens die Umleitung, also dass man vielleicht selber oder ein ja, Skype-Supernode betreiben könnte und dann ja, die Dechiffrierung bei der Übergabe an den Supernode macht. Aber auch hier hat die Bundesregierung gesagt, na, wir haben nicht so richtig Möglichkeiten, die Softwarehersteller für Internettelefonie, ist ja nun auch nicht nur Skype, dazu zu zwingen, unsere technischen Überwachungsmaßnahmen da einzubauen. Genauso ist es auch bei C die Idee, dass man also ja, eine Backdoor in die Software einbaut. Wahrscheinlich meinen Sie damit die Client-Software. Ja. Könnte man aber natürlich auch auf Skype beziehen. Aber hier sagt auch die Bundesregierung, naja, unsere Prüfung ist nicht abgeschlossen, aber wir haben eigentlich keine rechtliche Handhabe. Wir sind hier nicht Indien. Wobei man sich sagen muss, also mit Skype, Skype ist ja immer so das wichtigste Modellbeispiel für Quellen-TKÜ und ihre Notwendigkeit angeblich. Und trotzdem redet irgendwie niemand so richtig mit Skype. Also es ist schon bekannt, dass Skype auch nicht wahnsinnig kooperativ ist und schon mal gar keine öffentlichen Stellungnahmen abgibt dazu. Aber wenn man mal so die AGBs liest, dann lassen sie sich schon das Recht einräumen, mit Sicherheitsbehörden zusammenzuarbeiten. Und es ist ja letztlich ein amerikanisches Unternehmen, ne? Also eine Microsoft-Tochter inzwischen. Und man kann sich irgendwie kaum vorstellen, dass es da für entsprechende amerikanische Dienste keine Möglichkeit geben soll. Also ich will jetzt keine Verschwörungstheorien in den Raum stellen, aber mich persönlich würde es wundern, außerdem Skype in, Skype out, ne, sind ja Kommunikationsformen, verschlüsselter Kanal bis zu Skype, dann Übergabe ins normale Telefonnetz. Wenn man sich mal vorstellt, man schaltet einfach ein Skype in und Skype out, lag zusammen, dann hat man nämlich an der Zusammenschaltstelle, nämlich bei der Firma Skype, quasi den Klartext. Ja? Also nur mal so in den Raum gestellt, diese Idee, ich habe darüber auch mal geblockt. Ohne den Quelltext von Skype zu kennen, scheint es mir prinzipbedingt ziemlich leicht möglich zu sein, so zwei Skype in, Skype out, Lags zusammenzuschalten und dann an der Stelle abzugreifen. Also ja, nur so als Idee. Ich denke, dass man einfach auch nicht im politischen Diskurs nicht zu schnell auf die Trojanisierung verfallen darf, sondern man muss das auch gezielt hinterfragen. Stimmt das denn? Ist es denn wirklich so alternativlos? Klar, also wer sich auskennt, nimmt Mumble. Ne? Aber es gibt immer noch viele Leute, die Skype einsetzen und ich bin mir nicht so sicher, wie sicher das eigentlich ist. Wir müssen zum Ende kommen, weswegen wir natürlich mit einem, wie immer, einer alten Tradition, ordentlichen Forderungskatalog schließen wollen. Aus unserer Sicht hat sich nach dem Jahr nichts geändert. Wir fordern weiterhin den Verzicht auf die Infiltration informationstechnischer Systeme, die zwei wesentlichen Argumente, die da immer vorgebracht werden. Einmal ist doch so schön nützlich, zum anderen vertraut uns, die ziehen bei mir gar nicht mehr. Dadurch, dass sich alle Befürchtungen, die wir hatten, technischer wie rechtlicher Natur, durch die Berichte, die im letzten Jahr öffentlich wurden, bewahrheitet haben, sehe ich überhaupt keinen Grund auf diesen Verzicht, also davon abzurücken. Nicht nur, weil die einfach technisch offenbar nicht so richtig in der Lage sind, sondern weil natürlich auch, gerade so, wenn man den Bericht von Schaar und die Aufzeichnung des Telefonsexgespräches sieht, aus meiner Sicht keinen Grund gibt. Ulf hat aber mich gezwungen, diesen zweiten Juristen, ja, wir haben hier diesen so zweiten good Punkter guy, bad mit guy einzubringen. Ich bin der Realo auf dem Podium, ne? Und der Realo sagt, okay, das ist nicht schön, aber wenn man es denn tatsächlich macht, ich sage nicht, man soll es machen, ich sage nur, wenn man es denn unbedingt machen will, dann ist die Mindestforderung, dass es eine klare Rechtsgrundlage dafür geben muss. Genau, und dahinter muss. Ist halt auch nichts mehr. Also darunter kann man nicht bleiben. Und ich sehe halt auch nicht ein, dass die derzeitige große Partei in der Regierung nach wie vor irgendwie die Augen zumacht, nichts hören, nichts sehen und sagt, wir können den 100a nehmen. Das ist einfach mal nicht akzeptabel. Und als letzten Punkt finde ich aber, dass in dem Jahr 2012 auch noch eine größere Debatte entstanden ist über die Hersteller solcher Spionagesoftware, über verschiedene Einsätze in anderen Ländern. Wir haben eine größere Debatte über die Trojanisierung sozusagen von Staatswegen bekommen. Da wäre mir schon wichtig, dass es auch Verpflichtungen gibt für die Behörden, ihre Förderung finanzieller Art, aber auch wie viel von den Produkten, von denen sie wissen, exportiert wird, wo und mit welchen Mitteln geforscht wird, welche Anschaffungskosten die Bundesbehörden im In- und Ausland, also kann ja auch teilweise auch
noch im Ausland sein, was sie da ausgeben. Das will ich halt wissen und ich denke, das sollten sie veröffentlichen. Das ist eigentlich eine Forderung über das von letztem Jahr hinaus, die wir haben. Aber wir würden natürlich, kann man sich ja vorstellen, also immer noch auch ganz gern den Quellcode haben, also falls den jemand hat. Zuletzt eine Sache noch. Ich denke, wenn ich resümieren sollte aus der Diskussion der Einjährigen, also haben wir was geschafft, was ich ehrlich gesagt nicht erwartet hätte. Nicht nur, dass es eine coole, breite Debatte über den Trojaner gibt, sondern dass wir dieses Urteil, was am 27. Februar immerhin 5 Jahre alt wird, endlich mal dazu gekriegt haben, dass die vielen Details, die da drinstehen, die ja auf einem hohen technischen Niveau in Karlsruhe debattiert wurden, auch mal überhaupt Eingang finden in diese Juristendebatte, dass also auch die Juristen mal anfangen, sich darüber einen Kopf zu machen. Denn sie haben schlicht die technischen Grundlagen, sie können da intensiver drüber sprechen als früher und jetzt wird es auch mal getan, denn das ist das meist ignorierte Urteil aus meiner Sicht aus Karlsruhe, was wir seit langem hatten und insofern freut mich, dass wir nicht nur der breiten Öffentlichkeit, sondern auch den Juristen Futter geben konnten, damit sie diese Debatte endlich mal eröffnen. Wir machen es auf dem Kongress jedes Jahr. Ja, wir stellen immer wieder Beispiele vor, wo das Urteil möglicherweise nicht so ganz, ganz wahrgenommen worden ist. Und ich denke, wir werden auch weiter Justiz und Politik kritisch begleiten von dieser Stelle aus. Genau. Und wir hoffen auch auf euch und nehmen auch über das Jahr sachdienliche Hinweise immer gerne entgegen und bedanken uns für die Aufmerksamkeit. Ganz herzlichen Dank. Gut, vielen Dank an Constanze und Ulf für den interessanten Talk. Wir bekommen 10 Minuten extra für Q&A. Wenn ihr Fragen stellen wollt, es gibt Saalmikrofone 1, 2, 3, 4. Ihr müsst euch anstellen. Wie gesagt, wir haben nur 10 Minuten Zeit. Fangen wir direkt mit dir an. Bitte schön, erste Frage. Ja, also was mir so ein bisschen in den Hintergrund getreten ist, ist die grundsätzliche Qualität einer Beweisführung, die auf technischen Mitteln beruht, die in keiner Weise die Gewähr dafür bieten, dass das, was hinterher als Beweis hinten rausfällt, auch nur andeutungsweise etwas mit dem zu tun hat, was wirklich passiert ist. Einfach deshalb, weil der gesamte Vorgang vollständig unter der Kontrolle der Strafverfolger stattfindet. Und selbst wenn ich das vergleiche, beispielsweise mit einer korrekt durchgeführten Hausdurchsuchung, dann gibt es dort wirklich nahezu beunruhigend intensive Sicherungsmaßnahmen dagegen, dass ich beispielsweise Beutel mit weißem Pulver überraschend irgendwo finden, nämlich dadurch, dass bei einer Hausdurchsuchung, die korrekt durchgeführt wird, Zeugen anwesend sind und wenn das alles so läuft, wie es vorgesehen ist, ist das schlicht und ergreifend nicht möglich, während bei einem vollständig virtuellen Vorgang der Ermittlungen ist vollständig der Fantasie der Beteiligten überlassen bleibt, was genau da stattgefunden hat. Ganz kurz, können die Leute, die rausgehen, bitte erst vor den Türen anfangen, sich zu unterhalten. Vielen Dank. Ja, vielleicht ganz kurz dazu. Es gibt quasi im deutschen Strafprozess keine Tradition, dass man Beweismittel, wie soll ich sagen, in dieser Strenge hinterfragt, sondern man schaut halt letzten Endes auf die Zeugenaussagen der Polizeibeamten. Sagen wir so, es gibt ja in den Vereinigten Staaten zum Beispiel wesentlich strengere Regeln, ne, sogenannte Chain of Evidence, das heißt also jeder Schritt der Beweiserhebung und Beweisverarbeitung muss sehr genau dokumentiert werden, das ist viel strikter als bei uns. Da muss man einfach sagen, da vertraut die Strafprozessordnung natürlich auf den redlichen Polizeibeamten und das muss ich aus meiner beruflichen Praxis sagen, das ist in der Tat auch so, dass man da gar nicht anders kann, ja, das ist leider so, denn man kann nicht alles hinterfragen, was die Polizeibeamten tun. Das Beispiel mit der Hausdurchsuchung macht das schon sehr deutlich, da muss es natürlich auch immer einen unbeteiligten Zeugen
geben. Ja, das ist meistens irgendein Gemeindebeamter oder so oder Nachbar. Nur der kann natürlich auch nicht in jedem Raum gleichzeitig sein. Also ich sage mal, gegen bösartige Polizeibeamte ist auch in einem Rechtsstaat aus meiner Sicht kein Kraut gewachsen. Das muss man so deutlich sagen. Das ändert aber nichts daran, dass natürlich der Trojaner-Einsatz, wenn er denn überhaupt erfolgt, viel genauer kontrolliert werden muss. Das würde ich sofort zugestehen. Da brauchen wir viel mehr Dokumentationspflichten. Das hat zum Beispiel auch Ulrich Sieber, also der Professor aus Freiburg, der das Gutachten für den Juristentag geschrieben hat, auch gesagt, man braucht da viel mehr verfahrenstechnische Regelungen. Auch ein Grund, warum ich sage, 100a reicht nicht. Der hat natürlich keine Verfahrensregelung für Trojaner, weil er gar nicht an Trojaner gedacht hat. Und genau da muss man ansetzen, wenn man das überhaupt regeln will, dann braucht man ganz klare Spielregeln und Dokumentationspflichten. Vielen Dank für die Frage. Noch eine Frage aus dem Internet. Ich glaube, danach ist auch wirklich Timeout. Bitte schön. Aus dem Internet? Ja, aus dem Internet. Ich habe da gesehen, dass jemand im Internet was fragen wollte. Im Chat kam noch eine Frage auf Jabber, XMPP, Kanji, PGP. Wieso nicht einfach das verwenden? OTR ist etwas, was ich explizit wähle. Ist OTR plus PGP Transportverschlüsselung, ja oder nein? Also ich würde denken, das ist Inhaltsverschlüsselung, also off the record. Also OTR würde ich definitiv so sehen. Dann ist ja nicht der Kanal, der Kommunikationskanal, sondern die Inhalte, die man damit verschlüsseln will. Ja, also man muss einmal sagen, kann man technisch zwei Vorgänge unterscheiden, also die Verschlüsselung und das Transportieren oder eben nicht. Und bei SSL ist das klassische Beispiel, dass es ein integraler Vorgang ist. Bei PGP plus Mail ist es klar, das sind zwei technische Vorgänge. Letztlich ist das die entscheidende Frage. Gibt es zwei technische Vorgänge, gibt es nur einen technischen Vorgang? Die rechtlichen Gründe habe ich ja eben erläutert. Und da muss man dann auf das einzelne Verfahren schauen, ob das eher in die eine oder in die andere Kategorie fällt. Ne? Also kann man trennen zwischen zwei technischen Vorgängen oder ist die Verschlüsselung quasi Teil der Leitung im weitesten Sinne. In Anbetracht der Tatsache, dass ich die Frage sehr schnell beantworten ließ, jetzt wirklich die allerletzte. Du hattest dich als zweites angestellt. Ja, ich habe eine Anmerkung und eine Frage. Die Anmerkung ist, das ganze Gerede über den Bundestrojaner sollten wir nicht Finn Fischer und Co. vergessen. Also die machen ja den wirklichen Schaden. Und im wilden Internet wird ja nicht nach Rechtsgrundlagen gefragt, sondern diese ganzen betulichen Debatten, so wichtig sie sind für die staatliche Überwachung. So, das war meine Anmerkung. Meine Frage ist eine ganz grundsätzliche. Die Geschichte mit dem Staatstrojaner ist ja jetzt aus CCC-Seite sozusagen als geheime Kommandosache behandelt worden. Da wurde untersucht, kaum jemand hat es innerhalb des CCC gewusst, noch nicht mal der Vorstand. Und dann irgendwann kam der dicke Presse-Bang. Ist mal darüber nachgedacht worden, dass man das ja auch anders hätte machen können, dass man eine Pressekonferenz hätte machen können, zu sagen, wir haben hier eine Festplatte von einem Anwalt gekriegt, wo ziemlich sicher ist, dass da ein Staatstrojaner drauf ist und wir untersuchen jetzt mal. Und dann hätte man aus dem Ganzen eine Fortsetzungsgeschichte machen können, wo so häppchenweise die Ergebnisse gemacht wurden. Ist darüber mal nachgedacht worden? Darüber ist nicht nachgedacht worden, Klaus. Gut. Vielen Dank. Danke nochmal an Konstanz und Ulf für den Vortrag und auch dafür, dass ihr noch kurz Zeit hattet für Fragen und Antworten. Dankeschön. Der nächste Talk ist um 16 Uhr, Gender Studies Informatik. Wenn ihr rausgeht, nehmt bitte Müll und Flaschen mit, egal ob es der eigene ist oder von jemand anderem. Ihr könnt das gleich vor den Türen loswerden. Bitte achtet darauf, Müll und Flaschen mitzunehmen. Vielen Dank.